trotz aller Vorsichtsmassnahmen kann es passieren, dass man sich im Haus oder um das Haus herum verbrennt oder mit heißem Wasser verbrüht. Wenn das passiert, ist ganz wichtig, dass man als erstes die verbrannte Stelle vom Körper kühlen und am besten unter fließendem Wasser. Das Wasser muss dabei nicht eiskalt sein, sondern ideal ist eine Temperatur von 12 bis 16 Grad. Gerade insbesondere bei kleinen Kindern ist es wichtig, dass man wirklich nur das betroffene Körperteil kühlt, weil sonst Gefahr vor Unterkühlung besteht. Bei grossflächigen Hautveränderungen, die Blasen bilden, und bei Verbrennungen an Gesicht und Händen empfehlen wir, dass ihr euch nach der Kühlung die ärztliche Behandlung begebt. Verbrennungen und Verbrüche sind meistens sehr schmerzhaft, aber gerade die tiefen Verbrennungen die schmerzen nicht mehr. Und darum ist es wichtig, dass ihr auch Hautveränderungen, die nicht wehtun, von einem Arzt oder von einer Ärztin beurteilen könnt. Damit wir gut beurteilen können, wie die tiefe Verbrennung ist, ist es wichtig, dass ihr, bevor ihr kommt, keine Salbe auf die verbrannten Stellen auftragt. Am besten kühlt ihr einfach die Stelle mit feuchten Tüchern weiterhin kühlen, bis ihr bei uns seid. Wenn ihr seht, dass eine Verbrennung sehr klein ist und nicht unbedingt eine ärztliche Behandlung braucht, könnt ihr die daheim mit einer entzündungshemmenden Verbrennungssalbe selber behandeln. Wichtig ist in jedem Fall, dass ihr kontrolliert, ob euer Impfschutz gegen Tetanus, das ist Starrkrampf, noch intakt ist und wenn nicht, dass ihr zum Hausarzt die Impfung auffrischen lasst. Zusammenfassend kann man sagen, wenn ihr noch mal verbrennt oder verbrüht, tut erstens mal den Körperteil gut kühlen während 15 Minuten im nicht eiskalten Wasser. Und zweitens, wenn ihr irgendwie Zweifel habt, geht frühzeitig in eine ärztliche Kontrolle. Und das am besten ohne vorher irgendeine Salbe auf die Verbrennung aufzutragen.